Ja, hallo und dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja und generell News. So, jetzt gucken wir doch einfach mal. Ups, das war ich. Da, es gab jetzt dieses neue Patch-Update. 6.3.1er, da ist jetzt diese neue Pump-Shot mit reingekommen, die richtig geil eigentlich ist, ja. Mit hinzu kam dieser neue Team Rumble, wo es darum geht, ja, das erste Team, das 100 Gegner eliminiert, gewinnt. Also gibt es dann ein Respawn und Gleiter Redeployment auf jeden Fall. Hier ist diese Pump Shotgun. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, das Ding. 105 bis 110 Maximum Damage. Jetzt ist das eingeführt, dass eben drei Schrotkugeln immer mindestens treffen. So. Der maximale Damage von der Pump Shot wurde von 80, 85 auf 95, 100 erhöht. Das ist schon echt ganz gut. Dann gab es ein paar Anpassungen an dem Tourette. So, Gameplay. Ja. Ach so, das ist natürlich extrem. Also jetzt momentan bei diesen Special Modes ist bist du nach dem Gleiter Redeployment echt mega langsam in der Luft, also das ist echt übel. Das heißt, du kannst Gegner so leicht runterholen, wenn die noch mal in die Luft aufsteigen. Das mit dem Map Marker ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, oder ein bisschen komisch, weil ich habe auf dem Mausrad klicke, mache ich meine Rampe als Hotkey und jetzt setze ich überall auf der Map Bild die Marker. So. Ja, jetzt hier mit der Dynamit-Explosion, das ist natürlich krass. Also 192 Units bis 300 Units ist also von 192 jetzt auf 193 Units ist hier die Explosionshöhe des Dynamits angestiegen. Das ist schon ziemlich krank. Ja, dann gab es hier diesen neuen Pop-Up Cup, ja, Alchemist Pop-Up Cup. Und da haben wir, ja, der sofort und ich das erste Mal richtig abgesahnt. Mega geil, hat richtig Bock gemacht, würde ich auch ein Video dazu hochladen. Also das sind jetzt erstmal so die groben Informationen hierzu. Dann sind neue Files geleakt worden, die es in diesem Update gab. Hier zum Beispiel diese Longshot. So soll der aussehen. Und hier Inside sind beides seltene Skins. Ich finde die jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Scope Schedule. Slide Sling, das hier ist eine Picke, die sieht relativ cool aus, die Lamp. Dann haben wir hier einen neuen Emote, Meme Time. Please take me seriously. Dann haben wir einen Showstopper. Pull out all that stops. Scorecard. Okay. Und hier ein Saxophon. Emote, der wohl kommen wird. Ja, das wären erstmal so die groben News. Dann schauen wir doch mal in den aktuellen Shop rein. Was ist da denn so am Start? Oh, wie geil. Oh, wie geil. Der Ravage ist back. Den hat er sofort auch. Er ist richtig, richtig cool. Fällt mir sehr gut. Und der Ravage kriegt von mir 10 von 10. Aktuelle Noten.
Zum Ravage sind folgende. Hier. 4,35 von 5 bei 92 Votes. 335 Reminders gesetzt. 26. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Ja, dann gibt es hier natürlich diese mega geilen Flügel als Backpack und dann hier diese, ja, diese Gleitspuren. Mega nice. Dann haben wir den Raven. Auch der kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den Raven auch richtig, richtig nice. Und dann schauen wir mal. Raven 4,44 von 5 bei 93 Votes am 6. April 2010 das erstmal drin gewesen. 278 Reminders. Das Ding ist sehr beliebt, ja. Dann haben wir hier diesen Feathered Flyer. Den finde ich auch nicht so schlecht. Der kriegt von mir 7 von 10. Auf jeden Fall nice. 4,56 von 5 bei 16 Votes. 6. April 2018. Erste Mal drin gewesen. Sorry, 37 Reminders. Oh, Alter, Alter. Und dann haben wir hier diesen Iron Beak. Das ist eine geile Picke. Das ist wirklich eine geile Picke. Mega nice. Also auf jeden Fall cool. Oh, habe ich ja immer noch. Sorry, ich habe das andere noch drin. Iron Beak, das ist diese Picke. Seht ihr, da ist hier dieser Leuchteffekt mit drin. Also Iron Beak kriegt von mir auch 8 von 10. Oder sogar 9 von 10. Ich gebe dir sogar mal eine 9 von 10. 4,63 von 5, 27 Votes. 26. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 48 Reminders. Ich finde die echt geil. So, dann kommen wir zum nächsten coolen Skin. Den finde ich auch mega nice. Den Sanctum. Echt schon cool. Erinnert mich so ein klein wenig an Mad Max, aber geil. Ja. Sanctum kriegt von mir auch 8 von 10. Dann sind wir hier bei 4 von 5 bei 15 Votes. 19. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 50 Reminders. Und diese Moonrise-Picke ist natürlich auch relativ cool, muss ich sagen. Auch die kriegt von mir 7 von 10. So, da sind wir bei 3,67 von 5 bei 3 Votes. 19. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 22. So, jetzt kommt ein geiler So. Der Squad Kick. Ja, mega geil. Und mega schwierig, das zu machen. Also, eine Kassa Jog, Squad Kick. Ach so, übrigens, hier Leute, Buy as a Gift, tatsächlich ist jetzt momentan diese Geschenkfunktion mit drin. Ne? Mega geil. Also, Squad Kick kriegt von mir 10 von 10. Oh, und hat hier 4,8 von 5 bei 5 Votes. 28. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 68 Reminders. Ja, und dann haben wir hier dieses Rescue Paddle. 6 von 10. Finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber 2,33 von 5 bei 6 Votes nur. 29. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. 3 Reminders. Dann haben wir hier den Riot. Oh mein Gott. Punk, man. Punk ist cool. Fall Damage. Ist das geil. Hier noch den Arskaya drauf. Ja. Mega cool.
Echt mega nice. Was ist das hier eigentlich? Da eine Zunge da hinten. Was ist das? Okay. Auf jeden Fall mega, mega nice Skin. Schon ziemlich cool. Und der Riot kriegt von mir 7 von 10. Gucken wir mal. Oh Gott, Punk 3 von 5 bei einem Vote. 9 am 28. November. Ja! Ist ja heute das erste Mal drin hier der Riot. Siehst du? Ich kannte den schon vom geliebten Ding. Also jetzt stimmt, der ist ja neu. Mega geil. Ich finde den cool irgendwo. Cooler Punk-Skin. Jo, und dann haben wir hier den Howl-Emote. Eigentlich müssten wir jetzt dafür extra mal kurz in den Locker gehen und hier tatsächlich mal. Wo ist er denn, der Wolf? Wo ist der Wolf? Da ist der Wolf. Den mal kurz auspacken. Und mit dem das jetzt machen. Und da sieht das Ding halt schon echt mega geil aus, ne? Muss ich echt sagen. Mega cool. Ja, mega geil. Und der Howl bekommt von mir, oder Howl bekommt von mir tatsächlich jetzt, also für den Wolf ist es mega geil. 9 von 10. Ja. Wo ist er denn? Da ist der Howl. 3,86 von 5. Also, habe ich das die ganze Zeit noch drüber gehabt, oder was? Müssen wir es gerade nochmal machen. Hier, play again. Ja, mega. Nochmal so. Das sieht schon echt geil aus. Ja, vielleicht kann ja irgendjemand dem Herrn sofort einen kleinen Gefallen tun hier bei As a Gift. Würde er sich mit Sicherheit riesig drüber freuen. SUG_HerrSofortYT. Ja, also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst uns doch mal einen Daumen nach oben da. Da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollen. Leute, die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir, dem gleich, oder Fortnite Action, mit dem sofort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.